Hallo, herzlich willkommen bei Quox und Co. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Alltägliche Dinge werden ja häufig übersehen. Aber wenn man da mal genau hinschaut, dann entdeckt man manchmal eine Sensation im Detail. Und heute geht es bei uns um ein ziemlich alltägliches Thema, nämlich Fahrräder. Aber auch da gibt es eine ganze Reihe von tollen Dingen zu entdecken. Abenteuer Fahrrad haben wir unsere Sendung genannt. Es wird interessant, denn das erwartet Sie bei Quox und Co. Alleskönner Fahrrad. Sie werden verblüfft sein, was man damit leisten kann. Radfahren ist Stress. Quox testet, was Fahrer und Rad bei einer Tour durch die Stadt so mitmachen. Unser Geheimtipp, das Faltrad. Ideal zum Einkaufen oder Pendeln. In England wurde es wiederentdeckt. Kollision ohne Knautschzone und Airbag. Wie gefährlich ist Radfahren? Training, Technik, Taktik. Wir analysieren, wie Radprofis lange Etappen bewältigen. Bleiben wir noch einen Moment beim Hochleistungssport. Und zwar, genau gesagt, bei der Tour de France. Denn spätestens seit dem Sieg im vergangenen Jahr von Jan Ullrich hat es dazu geführt, dass hierzulande der Fahrradsport boomt. In diesem Jahr findet die Tour wieder statt, die 85. Sie begann übrigens im Jahr 1903 und zwar damals organisiert ausgerechnet von einer Autozeitung, nämlich Lotto. Und die Tour ist eine wahre Marterstrecke. In diesem Jahr sind etwa 3200 Kilometer zu fahren, Etappenlängen bis zu 260 Kilometer, Anstiege von 18%. Also die Fahrer werden da bis an die absolute Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht. Wir haben das Team von Jan Ullrich einmal genauer beobachtet. Und wenn man sich einige Sequenzen genau anguckt, erfährt man da einiges über die Art und Weise, wie Profis Wissenschaft nutzen. Sie sind die Härtesten. In keiner anderen Sportart müssen die Athleten so viel über eine so lange Zeit leisten. Die katalanische Woche Ende März. Für die Profis nur ein leichtes Etappenrennen. Vorbereitung auf viel härtere Prüfungen. Ein Freizeitfahrer könnte aber hier schon lange nicht mehr mithalten. Was ist anders bei diesen Extremsportlern? Sporthochschule Köln. Der Radprofi Ralf Grabsch beim Leistungstest. Durch das extreme Training hat sich einiges verändert in seinem Körper. Das Herz ist riesengroß und schlägt im Ruhezustand weniger als 40 Mal. Normal sind 70 Schläge pro Minute. Vergleichbar mit dem Motor eines Formel-1-Rennwagens, der auch bei niedrigen Drehzahlen hohe Leistungen bringen kann. Ein Profi hat zudem bis zu einem Liter mehr Blut als ein Untrainierter. Und seine Muskeln sind von kleinsten Gefäßen durchzogen, um das Blut überall hin zu transportieren. Das alles hat nur ein Ziel, mit dem Blut auch mehr Sauerstoff in den Körper zu bringen. Denn der verbrennt die aufgenommene Nahrung und dabei entsteht Energie. Also, je mehr Sauerstoff im Körper, desto größere Leistungen sind möglich. Bei extremer Anstrengung allerdings können auch Profis nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen. Dann bildet sich Milchsäure in den Muskelzellen. Das misst man, indem man einen Tropfen Blut aus dem Ohrläppchen entnimmt und den Säuregehalt in einem Messgerät bestimmt. Entsteht zu viel Milchsäure, dann streiken die hier tausendfach vergrößerten Muskelzellen, denn sonst würden sie absterben. Noch eines ist anders. Die Profis nutzen einen anderen Sprit als die Freizeitfahrer. Quasi Super Plus statt Benzin. Freizeitfahrer verbrauchen Zucker, wenn sie sich anstrengen. Das reicht nur für 2 Stunden. Berufsfahrer verbrennen Fett in ihren Muskeln. Das hält länger vor. Den Zucker verbrauchen sie erst, wenn es besonders anstrengend wird. Bei Sprints und am Berg. Profis fahren auch anders Rad. Im Idealfall bewegen sich nur ihre Beine. Das spart Kraft. Und sie treten nicht nur in die Pedale, sondern ziehen und schieben auch. Der sogenannte runde Tritt, der sehr effektiv ist. Deutlich sieht man, die Trittfrequenz ist viel höher. Meist liegt sie zwischen 80 und 100 pro Minute.
egal ob auf einem flachen Stück oder am Berg. Doch ein Fahrer allein könnte niemals ein Rennen gewinnen. Die Favoriten versuchen im Windschatten der Teamkollegen zu fahren und anderen Teams das Vorrücken zu erschweren. Der Tipp vom Profi? Man versucht das Tempo natürlich so hoch zu halten, wie es geht, um eben Ausreißversuche zu vermeiden und eben, dass von hinten, das ist ja ein ständiges Geschiebe, von hinten die Fahrer unten sind, möchten natürlich auch gern vorne fahren, aber je schneller das Tempo ist, umso schwerer haben die es eben am Feld vorbeizufahren, nach vorne zu fahren. Und wenn man jetzt vorne, nur als Beispiel, 60 km/h fährt, dann müssen die ja hinten 65 km/h fahren, um eben dann vorne in die Position zu kommen. Und das ist natürlich schon eine schwere Sache. Wichtig ist auch, den Gegner genau zu beobachten. Man hört auf seine Atmung, man sieht ihm ins Gesicht und man guckt, welche Übersetzung er fährt. Das ist ein ständiges Beobachten und natürlich auch ein beobachtet werden. Und dann unterhält man sich auch, oh, ich glaube, der hat einen schlechten Tag, so am nächsten Berg wird er geknackt oder eben nicht. Und genauso sprechen die über uns. Und das ist ein, also das Auge ist sehr wichtig. Wenn man ein gutes Auge hat für den Zustand des Gegners, das kann schon rennentscheidend sein. Noch wichtiger ist die psychologische Hilfe. Als Jan Ullrich bei der Tour de France zurückfiel, fand Udo Bölz den richtigen Ton. Ich habe gesagt, quäl dich, du Sau. Um eben, ja, ich habe es natürlich auch rausgeschrien, damit er das versteht. Weil das war eben so eine Situation, da geht es um alles oder nichts. Und für uns geht es da um Tour de France-Sieg oder eben nur Zweiter. Und das ist doch ein Riesenunterschied. Bei der katalanischen Woche siegten andere. Jan Ullrich wurde 134. mit fast 50 Minuten Rückstand. Er nimmt's gelassen. Bis zur Tour ist noch viel Zeit. Übrigens, nur Teams, die das sogenannte Windschattenfahren beherrschen, haben überhaupt eine Chance. Denn dadurch spart man viel Energie. Der Luftwiderstand ist wichtig und die Hintermänner verbrauchen zum Teil 40% weniger Energie. Um es mal deutlich zu machen, wenn Sie bei Tempo 50 fahren, dann gehen 90% ihrer Leistung drauf, nur um gegen den Wind anzukommen. Aber trotz dieser Taktik, das Ganze zehrt an den Kräften und da muss man ordentlich essen. Schauen Sie sich diesen Berg an. Das ist die Tagesration eines Radrennsportlers. Unglaublich, was die verdrücken. Wenn man das Ganze mal vergleicht, ein normaler Büroangestellter verbraucht am Tag viel Kaffee und etwa 2500 Kilokalorien. Ein Arbeiter, vielleicht das Doppelte. Ein Radrennfahrer, 15.000 Kilokalorien am Tag. Und genau aus dem Grund schaufeln die, was das Zeugs hält, Portionen, so groß wie die einer ganzen Kleinfamilie. Hier zum Beispiel ein Topf Spaghetti, reich an Kohlehydraten, der Brennstoff für die Sprints. Dann natürlich viel trinken, Fett, Vitamine und so weiter. Die Maschine Körper verwandelt laufend Nahrung in Energie. Und wenn Sie sich die Profis mal angucken, die fahren, strampeln und essen zum Teil gleichzeitig. Wenn man einen Leistungsvergleich macht, wird noch deutlicher, was diese Profis leisten. Hier haben wir einen Home Trainer. Wenn Sie den Home Trainer einstellen bei 400 Watt, Sie setzen sich drauf und strampeln. Ich mache jede Wette, auch wenn Sie gut trainiert sind, nach etwa einer Minute ist Schluss. Da geht Ihnen die Puste aus. Das Ganze hat man ermittelt und mal verglichen mit den Profis. Hier sehen Sie es, die rote Kurve, das ist, wie gesagt, ein gesunder, trainierter Mann. 400 oder knapp 400 Watt, das schafft er gerade mal so in etwa eine Minute lang. Und jetzt schauen Sie sich die grüne Kurve an, also der Hochleistungssportler. Der ist in der Lage, dieses Niveau hier eine Stunde und länger zu halten. Also gerade was die Dauerleistung betrifft, da sind die Profis ausgezeichnet. Aber auch dann bei den Leistungen, wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel mit Autos, dann sieht das alles bescheiden aus. Schauen Sie sich diese Linie hier an. Die entspricht einem einzigen PS. Und wenn Sie an Autos denken, Autos mit 100 PS und mehr, keine Seltenheit. Um es überspitzt auszudrücken, der gut trainierte Jan Ullrich bringt nicht einmal die Energie zusammen, die eine einzige Autoklimaanlage im Sommer frisst. Also daran erkennen Sie, wie energiefressend die Autos sind oder anders und positiv formuliert, wie energiesparend das Fahrrad ist. Fahrräder sind nämlich mit Abstand die verbrauchsärmste Art der Fortbewegung und das Unglaubliche, es sind wahre Tausendsassas. Eine echte Multifunktionsmaschine. Fahrräder sind weltweit das Transportmittel Nummer 1
Und es ist unglaublich, was man mit Rädern so alles schafft. Wenn man vielleicht mal einen Moment von der in Deutschland eher eng gefassten Straßenverkehrsordnung absieht. Also noch gibt es weltweit doppelt so viele Fahrräder wie Autos. Und allein in Deutschland sind es circa 63 Millionen. Von solchen Bildern können Sie sich doch inspirieren lassen, vor allem dann, wenn Sie daran zweifeln, ob man das auch per Fahrrad erledigen kann. Und einen weiteren Vorteil haben die Drahtesel. Sie sind nämlich einfach aufgebaut und im Notfall kann man einfach alles selber reparieren. In dem Fall muss man sich allerdings ein wenig auskennen. Daher zum Auffrischen unser kleines Fahrrad-ABC. Die Zutaten für ein gutes Fahrrad sehen auf der ganzen Welt gleich aus. Man nimmt zunächst einen Diamantrahmen. Der Name hat nichts mit dem Material zu tun, sondern beschreibt die Form, eine Raute. Diese bietet bei einem Minimum an Material ein Maximum an Stabilität. Die Rahmenrohre werden durch Muffen miteinander verbunden. Ihr Name erinnert an die wärmende Handrolle, das gleiche Steckprinzip. Die Gabel muss sehr stabil sein, denn sie ist die Achillesferse des Rades. Ein Bruch bei hoher Geschwindigkeit kann tödlich sein. Dazu zwei Laufräder. Im Felgenbett liegt der Schlauch, umhüllt von einem Mantel, auch Decke genannt. Äußerlich eher unscheinbar die Narbe. Aber sie ist wie der Bauchnabel das Zentrum, um das sich alles dreht. Wie ein dünnes Gespinst stabilisieren die Speichen das Rad. Das Spannen der schmalen Drähte ist Maßarbeit. Schon einer zu locker kann eine 8 im Rad bedeuten. Auch universell der Kettenantrieb und immer auf der rechten Seite. Denn die meisten Menschen sind Rechtshänder und damit Rechtsschieber. Die Kleidung bleibt weit weg von der öligen Kette. Und so funktioniert er. Über Pedale an der Tretlagerwelle wird jeder Tritt über die Kette aufs Hinterrad übertragen. Vom vorderen auf das hintere Zahnrad. Geschaltet wird mit Umwerfern. Sie zwingen die Kette von einem Zahnrad auf das nächste. Das typische Fahrgeräusch kommt vom Freilauf in der Hinterradnabe. Ohne ihn müssten wir weitertreten, auch wenn es bergab geht. Aber noch fehlen die Teile, die aus diesem Metallgerippe ein nützliches Verkehrsmittel machen. Sattel und Lenker zum Beispiel, die sollten vor allem bequem sein. Früher bremste man mit einem Esslöffel, der oben auf den Reifen drückte. Das Prinzip blieb. Heute nehmen angepasste Bremsklötze die Felge in die Zange. Wie in der Disco heißt es auch beim Fahrradfahren, sehen und gesehen werden. Gepäckträger, Reparaturset und Klingel machen jedes der 1 Milliarde Räder zum Einzelstück. Wann wurde eigentlich unser heutiges Fahrrad erfunden? Eine einfache Frage, aber wie so oft ist die Antwort gar nicht so einfach, denn es scheint sogar so zu sein, dass unser heutiges Fahrrad mehrmals erfunden wurde. Und wer jeweils der Erste war, darüber streiten die Experten immer noch. Der Urknall des Fahrrads. 1817 erfindet der badische Forstbeamte Dreis eine Laufmaschine, um längere Strecken schneller zurückzulegen. Die Draisine. 12 Jahre später, die ersten Berufsrennfahrer. Das Preisgeld 20 Taler. Auf der Jagd nach immer schnelleren Gefährten erfindet ein Schotte einen Pedalantrieb. Genial, nur zur falschen Zeit. Die Dampfmaschine ist beliebter. 20 Jahre danach gelingt zwei Franzosen der Durchbruch. Pedale am Vorderrad. Ist das das erste Fahrrad? Auf der ganzen Welt wird es Mode, Wettrennen mit den französischen Velos zu fahren. Selbst bei Frauen. Das Geschäft blüht bis zum deutsch-französischen Krieg. 1870. Anstelle von Fahrrädern werden nun Kanonen produziert. England nutzt die Chance und steigt ins Fahrradgeschäft ein. In einer Nähmaschinenfabrik werden nun französische Räder gebaut. Nicht lange. Sie sind zu langsam für sportliche Engländer wie die Starleys. Denn noch lautet die Gleichung pro Tritt eine Umdrehung. Je größer also das Vorderrad, desto schneller die Fahrt. Thank you.
Das Hochrad erfindet sich praktisch selbst. Über 500 Clubs schießen in England aus dem Boden. Men only. Je höher, desto schneller. Unfälle häufen sich. Gleich schnell, aber sicherer. Das ist die Aufgabe. Wieder hat ein Engländer die Lösung. Ein Übersetzungsgetriebe am Vorderrad. Noch besser, das Getriebe aufs Hinterrad. Der Rover ist da, der Vorläufer der modernen Fahrräder. Anfangs verspottet als unansehnliche Zwergenmaschine, muss sich der Rover erst beweisen und gewinnt das Rennen gegen die Hochräder. Bleibt nur noch ein Problem, der Fahrkomfort. Der irische Tierarzt Dunlop hat die Lösung. Vom elastischen Schweinedarm ist es nicht mehr weit zum Luftreifen aus Kautschuk, den der Franzose Michelin verfeinert. Ein Reifenwechsel ist nun sogar in 28 Minuten zu schaffen. Das Fahrrad ist da. In knapp 30 Jahren ungewollter europäischer Zusammenarbeit. Und heute immer noch ein Renner. Entscheidend beim heutigen Fahrrad war also die Entwicklung des Kettengetriebes, denn damit konnte man die Räder verkleinern. Ich möchte Ihnen das hier nochmal verdeutlichen. Ein klassisches Hochrad, also Pedal und Rad sind fest miteinander verbunden. Und achten Sie mal drauf, das Pedal ist jetzt oben und jetzt dauert es lange, bis es wieder oben ist. Und die Strecke, die dabei zurückgelegt wird, beträgt in dem Fall hier etwa knapp 4 Meter. Der Fachmann spricht auch von der sogenannten Entfaltung. Und diese Entfaltung kann man auch durch die Gangschaltung verändern. Also der Vorteil eben, kleine Räder. Sie kennen das, nehmen Sie die klassische Dreigang-Nabenschaltung. Da sehen Sie hier die orangen Hüte. Das ist die Entfaltung, die sich daraus ergibt bei den drei Gängen. Oder besonders deutlich 24-Gang-Fahrrad. Die Entfaltung liegt da zwischen etwa 1,60 Meter bis über 8 Meter. 24 Gänge, da denkt der Laie, braucht man das überhaupt? Nun, es hat eine ganze Reihe von technischen Gründen, warum man es braucht. Hier sehen Sie es noch einmal. Zahnrad vorne, Zahnrad hinten. Der Fachmann spricht auch vorne vom Kettenblatt, hinten vom Ritzel. Und hier sehen Sie nun bei der Kettenschaltung die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Also diese Zahlen, die hier stehen, das sind die sich daraus ergebenden Entfaltungen. Zwei Sachen fallen auf. Zum einen, es gibt einige Kombinationen, die sind sehr ähnlich. Hier zum Beispiel 3,28 Meter ist fast genauso lang wie 3,23 Meter. Aber es hat eben mit technischen Gründen zu tun, denn eigentlich ist es so, ein solches 24-Gang-Fahrrad hat sinnvollerweise etwa eine Kombination von 12 Gängen. Kettenschaltung, die andere Möglichkeit es zu tun, ist eine Nabenschaltung. Und ich habe hier eine technische Sensation, eine Nabenschaltung mit 14 Gängen. Der Vorteil ist offensichtlich, man kommt nur mit einem einzigen Kettenblatt aus und hier hinten in der Nabe, da steckt ein technisches Wunder, wenn man sich das anguckt, ein komplexes Getriebe, ähnelt fast einem Autogetriebe. Einen Aspekt gibt es und der ist geblieben, und zwar vom Hochrad bis zum modernen Mountainbike, und das ist das Speichenrad. Was dem einen oder der anderen kaum bewusst ist, ist, bei der Speiche ist es so, wir hängen regelrecht drin. Wir haben hier ein Beispiel genommen mit Nylonfäden, und wenn ich sie belaste, dann sehen Sie deutlich, unten werden sie labbrig. Aber der große Vorteil von Speichenrädern, sie sind leicht, sie sind stabil und natürlich sollte man regelmäßig die Spannung kontrollieren. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man auf einigen Radwegen unterwegs ist, denn der Straßenbelag ist da so miserabel, dass man zum Teil beim Radfahren eine unangenehme physische Belastung erfährt. Im folgenden Film zeigen wir Ihnen, was ein Radfahrer zum Beispiel beim Ritt durch die Stadt so alles mitmacht. Radwege in Deutschland. Rauf und runter, überall Löcher und Dellen. Und das ewige Problem Bordstein. Das nervt und belastet Fahrer und Rad. Wie sehr genau, das kann man sogar messen. Die nötige Technik dafür gibt es bereits.
des Fahrers ist konzentriert. Und der Computer im Rucksack nimmt die Messdaten des Rades auf. Der Radweg sieht so harmlos aus. Aber mit der Testausrüstung im Gepäck kann man beweisen, dass dieser Schein trügt. Die Kurven zeigen die Stärke der Stöße, die das Rad belasten. Hier der Bordstein. Neben dem oft miserablen Belag stressen extrem ungünstige Radwegführungen den Fahrer. Erst in letzter Sekunde sieht der Radler den Wagen. Zum Bremsen wäre es zu spät. Die Sicht ist versperrt. Der Ball hätte auch ein Kind sein können. Die Gefahren sind bekannt. Und mit diesem Messsystem könnten die Radwegetester schon morgen objektiv feststellen, ob sich ein Weg noch Radweg nennen darf oder eben nicht. Auf diesem Rüttelsimulator wurden die ganzen Daten aus der echten Fahrradtour eingespeist. Und wenn man sich das Gewackel hier anguckt, kriegt man schon einen Eindruck dafür, wie stark die Belastung beim Fahrradfahren ist. Hier zum Beispiel gerade das Überkreuzen einer Bordsteinkante. Und man merkt daran, die Belastung ist nicht nur enorm für das Fahrrad, aber auch für den Fahrer. Nun, damit der Fusch der ganzen Fahrradwege endlich aufhört, muss bis zum 1.10.98 jeder Radweg geprüft werden. Und wenn der Weg zum Beispiel zu schmal ist oder der Straßenbelag zu schlecht oder, dann sind die Fahrradfahrer nicht mehr wie bisher gezwungen, diesen Radweg zu nutzen. Im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass das bekannte blaue Schild wegkommt und dann müssen sich die Kommunen halt was anderes einfallen lassen. Übrigens in dem Zusammenhang, es gibt ein interessantes Projekt, das sogenannte Radwegenetz von unten. Die Grundidee, jeder Radfahrer hat so seine kleine geheime Tour und mit Hilfe des Internets kann man daraus, so ähnlich wie ein Mosaik, eine große Karte zusammenstellen, also eine Fahrradkarte, und zwar die auch dann die Dinge berücksichtigt, die wichtig sind, zum Beispiel Steigung oder auch die schöne Aussicht. Besonders unangenehm ist die Begegnung Fahrrad-Auto, vor allem in der Stadt, denn dort ereignen sich 90% der Unfälle. Schauen Sie sich diese Zeitlupensequenzen an, sie machen es deutlich. Der Fahrradfahrer hat kein Airbag, keine Knautschzone, er muss die gesamte Energie einer Kollision übernehmen. Und das führt dazu, dass selbst bei niedrigen Kollisionsgeschwindigkeiten die Verletzungsgefahr sehr hoch ist. Was kann er dagegen tun? Im Grunde genommen einerseits seine Sinne spitzen und zum anderen regelmäßig auch einen Helm tragen. Der ist wichtig. Nun, aufgrund von Unfallstatistiken haben wir für Sie mal die drei gefährlichsten Unfallsituationen im Trick zusammengestellt. Situation 1, das Auto kommt aus einer Nebenstraße und achten Sie mal darauf, hier, da ist das Fahrrad. Nur der Autofahrer übersieht es, denn der Autofahrer rechnet nur mit Autos. Das heißt, er blickt nach links und nicht nach rechts. Es kommt zur Kollision. Situation 2, sie hat mit Fahrradwegen zu tun. Und zwar immer dann, wenn er versteckt ist hinter parkenden Autos. Dann gibt es ein Problem. Der Autofahrer will nach rechts abbiegen. Und obwohl der Fahrradfahrer Vorfahrt hat, wird er übersehen. Situation 3. Sie hat mit dem unterschiedlichen Tempo zu tun. Der Radfahrer kommt jetzt auf eine Hauptstraße, überschätzt seine Geschwindigkeit, schafft es nicht mehr über die Kreuzung. Und Sie sehen, auch hier kommt es dann zu einer Kollision. Unser Tipp in einer solchen Situation an die Radfahrer, auch dann, wenn die Ampel auf Gelb schaltet, sollte man im Notfall stehen bleiben. Übrigens, in dem Zusammenhang, wenn man bremsen muss, Preisfrage. Man kann ja vorne oder hinten bremsen. Was ist besser? Antwort, wenn man hinten bremst, Sie sehen es hier, dann blockiert das Rad. Aber vorne passiert zusätzlich noch etwas. Achten Sie mal darauf. Es ist nämlich so, dass das Vorderrad bedingt durch die Bremsung nun zusätzlich belastet wird. Also da ist dann die Bremswirkung stärker. Das Ganze ist Theorie und es funktioniert auch ganz gut auf einer guten Straße. Aber das ist nicht immer der Fall. Es ist doch absurd. Autos, die fahren auf glatten Straßen, verfügen über ausgetüftelte Stoßdämpfungssysteme und Fahrradfahrer werden auf so manchen Marterpfaden durchgeschüttelt. Nun, wenigstens bleibt man dabei wach. Fahrradforscher der Universität Oldenburg testen deshalb in Zusammenarbeit mit Fahrradherstellern die Annehmlichkeiten einer Fahrradfederung.
Dieses Liegerad ist bequem. Die Sitzposition macht und die Federung, vorne und hinten. Leider ist das Rad aber auch ziemlich sperrig. Das klassische Citybike schüttelt auf derselben Strecke den Fahrer ganz schön durch, trotz Federsattel. Räder ohne Federung sind noch die Regel. Und das ist Luxus pur in Sachen Fahrkomfort. Ein Experimentalfahrrad. Es federt technisch fast wie ein Auto. Willig folgen Laufrad und Schwinge jeder Bodenwelle. Dieses ganz neue Prinzip ist den Fahrradherstellern jedoch zu aufwendig. Sie befürchten, dass dieses Rad zu teuer wäre, um auf dem Markt Fuß zu fassen. Trotzdem gehört bequemen Alltagsrädern die Zukunft, vorausgesetzt, sie sind bezahlbar. Daran wollen die Oldenburger Fahrradforscher mitwirken. Schritt 1. Sie erfassen die Erschütterungen an Sattel und Lenker mit kleinen Sensoren. Die Signale der Sensoren zeichnen sie mit einem Rekorder im Rucksack auf. 16 Teststrecken in Oldenburg werden mit den verschiedensten Rädern ausgemessen. So, die nächste Messung ist Drögenhasenweg, Fahrradweg, alter Asphalt. Die vielen Testfahrten jetzt sollen das langwierige Austesten von Prototypen künftig fast überflüssig machen. Die Forscher simulieren Fahrradfederungen schon im Computer und vergleichen die Ergebnisse der Computersimulation immer wieder mit den wirklichen Messdaten. Wer einmal Fahrkomfort gewohnt ist, möchte nicht, dass sein Lenker so vibriert wie links im Bild. Rechts das Experimentalrad zum Vergleich. Schön, wenn mehr Räder so ruhig führen und mit der Kamera etwas sanfter umgingen. Die Messdaten auf den Oldenburger Teststrecken sind größtenteils schon ausgewertet. Deutlich die Unterschiede zwischen einem gut gefederten Rad oben und dem Standardrad unten. Das Besondere jedoch ist Schritt 2 im Messprogramm, wieder an allen Teststrecken. Auch am Drögenhasenweg. Ganz exakt richten die Wissenschaftler Stände für eine Präzisionsschiene aus. Ja, 4, 8, 5. Sie vermessen einen charakteristischen Abschnitt des Weges, 20 Meter lang. Viel Aufwand, damit der Lasersensor unten am Ausleger der Messlore jedes Steinchen, jedes Schlagloch und jede Bodenwelle erfasst. So bekommt das virtuelle Fahrrad im Computer seine Teststrecke. Ist das Programm erst ganz fertig, sollen die Hersteller, wie gesagt, nicht mehr so viele Prototypen bauen müssen, sondern ein beliebiges Rad samt Federsystem allein am PC komponieren und ausprobieren können. Zurzeit ist Feinschliff angesagt. Prüfen, prüfen, prüfen. Vor allem, ob die realen Messwerte von Testrädern und Strecke mit den vom Programm errechneten übereinstimmen. Mit dem Programm sollen auch kleine Hersteller ohne große Entwicklungsabteilung bald Räder bauen können, die noch besser federn, deshalb sicher und bequem sind und bei alledem bezahlbar bleiben. Früher dachte ich, dass man ein Fahrrad auch dadurch abfedern kann, indem man einfach etwas weniger Luft in die Reifen pumpt. Der Gedanke ist zwar nicht falsch, aber das geht dann auf Kosten des sogenannten Rollwiderstands. Das sehen Sie hier, und zwar die zwei wichtigsten Widerstände. Einmal bei hohen Geschwindigkeiten, davon war ja schon die Rede, der Luftwiderstand. Aber hier bei niedrigen Geschwindigkeiten, diese graue Kurve, das ist der Rollwiderstand. Und der hat unter anderem mit dem Luftdruck in den Reifen zu tun. Das kann ich Ihnen demonstrieren, und zwar mit diesem Forschungsfahrrad hier. Wir haben das vorproduziert. Schauen Sie sich diese Aufnahme an. Oben prall gefüllte Reifen, unten ist der Luftdruck nicht so hoch und man sieht deutlich, das Beispiel oben fährt bedeutend weiter. Der Grund dafür ist auch ziemlich leicht zu verstehen, denn hoher Luftdruck bedeutet, dass der Reifen sich weniger verformt, also es geht weniger Energie dabei verloren. Und das ist auch einer der Gründe, warum Rennräder so schmale Reifen haben. Und um das zu verstehen, habe ich hier einen eindrucksvollen Versuch, und zwar einmal einen Fahrradschlauch und hier einen Schubkarrenschlauch. Beide verbunden hier über ein Ventil. Ich drehe jetzt auf und frage an Sie, welcher Schlauch wird wohl am ehesten platzen? Thank you.
Also, das Ergebnis ist eindeutig. Der Schubkarrenschlauch platzt. Warum? Man kann es einfach verstehen, weil er nämlich eine größere Oberfläche hat. Denn der Druck ist gleich, aber bedingt durch die größere Oberfläche ist hier die Kraft größer und die zerreißt den Schlauch. Drehen wir den Gedanken um. Das bedeutet, wenn ich viel Druck in einem Schlauch haben möchte, dann muss die Oberfläche möglichst klein sein. Und genau das ist der Grund für die schmalen Rennräder. Das ist einer der Gründe, denn daneben ist es natürlich auch so, dass das Gewicht eine Rolle spielt und auch der Luftwiderstand. Luftwiderstand, ganz wichtig, wenn man schnell fahren möchte, denn gerade bei höheren Geschwindigkeiten, wir haben es ja gesehen, verbrauchen wir die meiste Energie, um gegen den Wind anzukommen. Und je nach Haltung verändert sich dabei auch der Kräfteaufwand. Das sehen Sie hier. Oben dieser lange Balken steht für viel Luftwiderstand in dem Moment, wo man aufrecht Fahrrad fährt. Wenn man ein bisschen eingekauert fährt, dann verringert sich schon der Luftwiderstand. Liegefahrräder sind noch besser oder auch das Tandem, denn da teilt man sich ja den Luftwiderstand, also 0,24 hier in dieser Skala bezogen auf eine Person. Und spektakulär ist der Luftwiderstand bei verkleideten Fahrrädern. Und damit sind wir bei Hightech-Spielzeug mit Muskelantrieb. Hier, dieses Modell nennt sich Vector. Und Anfang der 80er Jahre gelang es, damit Radrennfahrern sogar über 100 Kilometer schnell zu werden. Also unglaublich, wenn man sich das anguckt. Hier vorne zum Beispiel dieses riesige Kettenblatt. Überhaupt, Tüftler und Freaks haben sich im Laufe der Jahre eine ganze Menge an cleveren Neuerungen und Modellen ausgedacht. Viele haben es allerdings nie über den Prototypen hinaus geschafft. Wir haben für Sie eine Auswahl aus Ihren Werkstätten zusammengestellt. Toll. Was mich besonders begeistert, das sind auch die ganzen Klapp- und Falträder. Hier habe ich ein Museumsstück, und zwar ein Faltrad aus dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde benutzt von britischen Fallschirmjägern. Aber heute gibt es tolle Versionen hier. Schauen Sie sich dieses Modell an. Es heißt Birdie, hier vorne sogar mit Federung. Das Ganze lässt sich kompakt zusammenbauen. Und dann eine wahre Meisterleistung des Designs, das sogenannte Brompton-Rad, ein Klassiker. Der Erfinder heißt Andrew Ritchie und er lebt in England. Und Quarks & Co. hat ihn besucht. Birksall, ein kleiner Bahnhof, genau in der Mitte Englands. Mit zwei Zügen kommen sie hier an. Zwei Dutzend Fahrradfans, die eine Hälfte aus Norden, das andere Dutzend aus Süden. Alle haben ein Rad dabei, das sich irgendwie falten, klappen oder zerlegen lässt. Ruckzuck sind die Räder aufgebaut und los geht's. Scherzhaft nennen sie ihren Ausflug Origami Ride, weil sich die Räder alle wie Papier falten lassen. Richtig stolz sind sie, dass heute so viele verschiedene Modelle wie noch nie dabei sind. Eine bunte Mischung vom klassischen Klapp bis zum supermodernen Faltrad, dazwischen das Fallschirmspringerrad. Als David mit Familie noch in Glasgow wohnte, konnte er mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hin. Jetzt auf dem Land, da braucht er das Faltrad. Er liebt diesen Lebensstil, der mit dem Auto nicht möglich wäre. Statt zum Ausgangspunkt zurück, fährt er einfach mit der Bahn weiter. Das Faltrad macht ihn unabhängig. Wer wie David kein Auto mehr hat, benutzt im Alltag natürlich nicht Faltrad-Veteranen, sondern Modelle der neuesten Generation. Zum Einkaufen nimmt er das Rad einfach mit. Gerade in London, wo ein großes Rad schnell geklaut wäre.
Das kleinste Faltrad der Welt ist echt britisch. Fast alles an dem Rad wird hier in der kleinen Fabrik im Westen Londons selbst hergestellt. Hier wird der Rahmen zusammengelötet. 26 Arbeiter bauen 30 Räder am Tag, also im Schnitt jeder eins. Noch immer ist derjenige Chef, der vor 25 Jahren den ersten Gedanken an ein Immer-dabei-Fahrrad hatte. Ich dachte aus demselben Grund über Falträder nach wie viele Leute. Ich fuhr jeden Tag mit dem Rad durch die Stadt und dachte, wie schön wäre es, sein Rad als kleines Paket dabei zu haben. Meine ersten Gedanken waren ziemlich absurd. Ich wollte einen Rahmen einfach aufblasen. Der Prototyp sah jedoch anders aus. Das Design, dachte ich damals, das ist der Durchbruch, wo ich doch so viel Gedanken reingesteckt hatte. Doch sich das Design auszudenken, war nichts verglichen mit dem Rest. Das Geld zusammenzukriegen, Mitarbeiter und Zulieferer zu finden, die Informationen zu bündeln und so weiter. Oft, allzu oft, klappte wieder gar nichts. Dieses Gerät zum Ausrichten der Vorderradgabel ist eins der vielen Spezialwerkzeuge. Der halbautomatische Reifenaufzieher ein anderes. Das kleine Rad ist inzwischen ein Selbstläufer. Große Anzeigen hat die Firma nie geschaltet. Trotzdem kommt sie mit der Produktion kaum nach und zieht in wenigen Wochen wieder einmal um. In der Endmontage sollen dann jährlich 15.000 Räder zusammengesetzt werden. Aus Komponenten, die größtenteils von der Insel stammen. Falträder. Brompton und Bickerton, typisch britisch. Das Airframe. Aus Deutschland das sportliche, vollgefederte Birdie. Also meine eigene fahrbare Brompton ist schon dreimal um die Welt gefahren, geflogen. Ich bin damit gefahren in Amerika, in Neuseeland, in Australien, in Indien, überall. Also ich nehme es einfach mit. Für diese Briten ist der Origami Ride erst wirklich zu Ende, wenn nach der Rückreise mit Bahn, Bus oder Auto ihr Faltrad irgendwo neben dem Kleiderschrank verstaut ist. Radfahren soll, so befürchten einige, impotent machen. Und vielleicht kennen Sie das auch nach einer langen Radtour. Da hat man ja schon mal so ein taubes Gefühl am Hintern. Naja, also wenn man sich das so vorstellt, stundenlang auf einem harten Sattel, also da wird das Gewicht natürlich verlagert von den Beinen auf das Gesäß. Da können schon mal in empfindlichen Regionen einzelne Gefäße oder Nerven abgeklemmt werden. Hier sehen Sie diese wichtige Region in einer Röntgenaufnahme. Aber trotzdem, impotent wird man nicht. Also regelmäßiges Radfahren erhöht da eher die Potenz. Die Fitness wird überhaupt gesteigert. Und genau das ist übrigens auch der Grund, warum Tausende von Menschen täglich trainieren auf den sogenannten Home-Trainern. Und was bei diesen Geräten zwar fehlt, ist der Gegenwind, aber trotzdem, der gesamte Bewegungsablauf beim Fahrradfahren ist sehr rund und daher auch sehr gesund. Aber der Gegenwind fehlt, also wenn man so will, die natürliche Kühlung. Und aus diesem Grund muss man beim Hometrainer aufpassen, dass man nicht irgendwann heiß läuft. Der strampelnde Mensch verhält sich ja da wie ein Motor und am optimalsten fährt man nicht nur beim Hometrainer, sondern auch beim Fahrrad, wenn man schnell und regelmäßig pedaliert. Also unser Quarks-Tipp, schalten Sie lieber einen Gang runter und strampeln dafür etwas schneller. Dann belasten Sie nämlich auch die Gelenke und Sehnen weniger. Wenn Sie jetzt sagen, toll, klasse, die haben mich angesteckt, also ich kaufe mir jetzt ein Fahrrad, dann sollten Sie sich den folgenden Beitrag ganz genau ansehen. Denn es ist wichtig, dass man auch das Rad kauft, das zu einem passt. Ooh, my love. Ah, der Thomas. Toller Typ. Oh je. Ob es etwa an meinem Fahrrad liegt? Ja, Martina,
Und der junge Mann hat sogar recht. Du brauchst dringend ein neues Rad. Kein hochgestyltes Mountainbike, aber ein sicheres für die Stadt und romantische Ausflüge. Frag den Fachhändler, der weiß bestimmt, welches Rad zu dir passt. Aber lass dich ruhig erst einmal allgemein beraten. Zum Beispiel Schaltungen. 3 Kettenblätter vorne, 7 Ritzel hinten, macht 21 Gänge. Aber du wirst sehen, so viel brauchst du gar nicht. Außerdem hast du hier keinen Kettenschutz, die Kleidung verschmutzt. Was du brauchst, ist eine Nabenschaltung. Die 7 Gänge reichen und mit der kannst du auch im Stand schalten. Auch bei der Bremse wird dir der nette junge Mann den richtigen Tipp geben. Felgenbremsen für vorne und hinten sind am Lenker montiert und Gewöhnungssache. Da du dich aber seit Jahren an eine Rücktrittbremse gewöhnt hast, bleib ruhig dabei. Die liegt geschützt in der Narbe und funktioniert auch, wenn es regnet, einwandfrei. Na, sieht das Rad nicht toll aus? Verkehrssicher und noch dazu in deiner Lieblingsfarbe, Blau. Und damit du auch mal mit einem Rock fahren kannst, hat es einen tiefen Einstieg. Keine Sorge, der Rahmen ist sehr stabil und sicher. Als kleines Extra eine Federung. Die ist nicht teuer und gut für deinen Rücken und die Schultern. Aber bevor du bezahlst, probier es in Ruhe aus. Ach ja, und denk bitte immer an den Helm. Und mit diesem neuen Rad wird Thomas sicher auf dich abfahren. Ganz sicher. Fahrradfahren ist kommunikativ. Da lernt man eine Menge nette Menschen kennen. Aber eines muss man bedenken, ich fasse mich da an die eigene Nase. Wenn man ein neues Fahrrad kauft, muss man es natürlich auch nutzen. Wir sind leider mal wieder am Ende unserer Sendung, aber es gibt unser Quark-Skript. Und wenn Sie Lust haben, für Sie ist es kostenlos, dann bestellen Sie es doch. Geht ganz einfach. Sie schicken uns einen sogenannten C5-Umschlag an sich selbst adressiert, mit 1,50 Mark frankiert. Schreiben Sie Büchersendung drauf und der geht dann an uns. Und zwar an WDR Quarks und Co., Stichwort Fahrrad, in 50612 Köln. Ich wiederhole, WDR Quarks und Co., Stichwort Fahrrad, 50612 Köln. Und nächste Woche steht an dieser Stelle Freund und Kollege Jean Pütz und berichtet über Neues aus dem Dschungel. In 2 Wochen gibt es dann wieder Quarks und Co. mit dem Thema Vulkane. Und wenn Sie Lust haben auf diese Sendung, sie wird wiederholt, und zwar am kommenden Samstag um 15:45 Uhr. Also empfehlen Sie uns weiter, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!